Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren For Honor Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns das Abwehren an. Oder auch Deflecten genannt. Es ist sozusagen ein Move, bei dem man ausweicht, aber im richtigen Moment. Es funktioniert in etwa wie das Parieren. Da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und auch noch ein anderes Video, wo ich ein bisschen die Basics von dem Ganzen behandle. Das ist beides in der Infokarte oben verlinkt. Wärmstens zu empfehlen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Nun aber eben zu diesem Abwehren. Wenn man da im richtigen Moment ausweicht mit gewissen Klassen, hat man dann die Möglichkeit, einen Konterschlag zu machen. Der birgt gewisse Vorteile. Das Ganze werden wir jetzt aber Schritt für Schritt anschauen. Zuerst mal, was ist Abwehren überhaupt und wie funktioniert das? Vorab muss ich aber mal sagen, Abwehren kann nicht jede Klasse. Nur gewisse Hybriden- und Assassinenklassen haben die Möglichkeit, abzuwehren. Dazu müssen wir in der Aktionsliste diese Fähigkeit haben, Abwehren. Wehre Angriffe ab, indem du kurz vor dem Eintreffen in Richtung des Angriffs ausweichst. Nach der Abwehr kannst du direkt einen Windstoß oder Taifunstoß folgen lassen. Andere Klassen haben da natürlich andere Angriffe, aber beim Orochi hätten wir da eben Taifunstoß und Windstoß. Die zwei besagten Angriffe wären dann hier unten eingeblendet, Windstoß und Taifunstoß. Man sieht es am Bildchen, das Bildchen zeigt als Symbol, wir müssen ein Abwehr-Move ausführen und dann R1 oder R2 klicken, um eben besagten Angriff auszuführen bzw. den Konter auszuführen. Jetzt vielleicht aber das Wichtigste, und zwar, wie funktioniert es? Im Grunde genommen ist es wie beim Parieren, man muss im richtigen Moment das Richtige machen. Man hat es jetzt schön in Zeitlupe gesehen, man weicht in die Richtung aus, von da wo der Angriff kommt, und zwar in dem Moment, wo der rote Balken ganz kurz aufblinkt, und so können wir dann diese Abwehrhaltung einnehmen, beziehungsweise den Angriff abwehren und direkt den Konter folgen lassen. Bei Orochi haben wir vorhin gesehen, dass wir da andere Angriffe haben. Bei der Friedenshüterin hätten wir da auch wieder Abwehrangriffe, also sogenannte Konter, mit dem Rip-Post-Stich. Das heißt, wir müssen auch einen Abwehr-Move ausüben und dann R1 klicken, um den einzusetzen. Auch hier wird man wieder ganz gut sehen, dass man im richtigen Moment Richtung des Angriffes ausweichen muss, um dann das auszuführen. Das Ganze natürlich in Zeitlupe, damit man es ein bisschen sieht. Wenn der Schlag von oben kommt, dann weiche ich gegen ihn aus, also ich mache eine Ausweichbewegung auf ihn zu eigentlich. Wenn der Schlag von rechts kommt, dann weiche ich nach rechts aus und wenn er von links kommt, nach links. Bei den Wikingern hätten wir selbstverständlich auch noch einen Assassinen, der das Abwehren ebenfalls beherrscht. Nur hier ist es beim Berserker so, dass das Ganze noch ein bisschen einfacher geht. Denn wir müssen nicht mal einen Angriff ausüben nach dem Abwehren, sondern das macht der Berserker automatisch. Denn wenn wir in die Richtung abwehren und nichts anderes machen, sondern nur abwehren im richtigen Moment, das heißt ausweichen, wenn der Schlag kommt, macht der liebe Berserker direkt einen Deckungsdurchbruch, den kann man soweit ich weiß nicht kontern und man kann dann direkt einen festen leichten Schlag draufhauen, wenn man das möchte oder auch wegstoßen selbstverständlich. Das Ganze natürlich noch ein bisschen visuell, damit man das auch sieht. Man sieht, ich weiche Richtung dem Schlag aus, packe ihn dann direkt und kann da einen Move dementsprechend dann ausüben, wenn ich möchte. Ich könnte auch zuschlagen, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Bei den Wikingern hätten wir jetzt sogar noch eine Hybridklasse, die das ebenfalls kann. Da ja auch noch weitere Helden ins Spiel integriert werden, gehe ich mal stark davon aus, dass es noch weitere, entweder Assassinen oder Hybridklassen gibt, die ebenfalls diesen, abwehren oder hier in diesem Fall bei der Hybridin wäre es Ausweichkonter als Fähigkeit hätten. Bei der Valkyrie ist der Text jetzt ein bisschen anders, aber im Prinzip funktioniert es genau gleich. Wir müssen in die Richtung ausweichen, von da wo der Schlag kommt, und zwar im richtigen Moment. Auch hier das Ganze nochmal visuell, damit man es ein bisschen sieht. Hier möchte ich aber noch was weiteres hinzufügen. Man sieht, zack, Ausweich, Bewegung, rechts, oben, was auch immer, und dann direkt den Angriff ausüben. Das heißt, R2, fester Schlag wäre das jetzt, um dann diesen Stich zu machen, dass der Feind jetzt Blutungsschaden hat. Das wäre jetzt beispielsweise noch die Fähigkeit von der Valkyrie. Die Friedenshüterin hatte ja auch diese Möglichkeit. Interessant ist aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, das Ganze in einer Kette enden zu lassen. Das war jetzt ein fester Angriff, dann kann ich direkt wegstoßen. Ich denke, verschiedene Helden werden da dann verschiedene Möglichkeiten haben, das als Kette weiterlaufen zu lassen.
Zum Ende noch ganz kurz, wo kann ich das üben gegen einfache Bots? Nun, man geht hier auf benutzerdefiniertes Spiel, kann dann 1 gegen 1 auswählen. Ich habe das übrigens im Anfänger-Guide bzw. im Basis-Guide schon erklärt. Dann würde ich den Plünderer nehmen, der hat relativ vorhersehbare Angriffe. Man kann das Ganze dann auch auf andere Bots trainieren und kann das mit Starten dann üben gegen einen ganz, ganz einfachen Bot, wo man dann ganz einfach eigentlich das ja, umsetzen kann und man probiert das Ganze dann im Multiplayer natürlich auch umzusetzen. Ist im Multiplayer wesentlich schwieriger als gegen Bots, aber bei den Bots kann man natürlich schon mal ein bisschen üben, um da ein Gefühl dafür zu kriegen. So, dann war es das eigentlich auch schon von diesem klitzekleinen Guide. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch noch ein Like da. Wenn ihr noch Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, dann scheut euch nicht, das in die Comments zu schreiben. Ich freue mich sehr, sehr groß über Feedback, damit ich auch die Videos dementsprechend anpassen und auch verbessern kann. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.